Jo Leute, was geht? Gut zu einem neuen Video von der Kanal Mr. Sneaky zockt. So, im letzten Part haben wir den Tempel von Kilkriath gesäubert vor dem Bösen und haben ganz zum Schluss noch das Dietrische Artefakt bekommen, und zwar Dämmerbrecher. Wenn ich das finden würde, hier, Dämmerbrecher. So, mit dieser Waffe sollen wir jetzt die dunkelsten Ecken von Himmelsrand vor den Untoten und einfach von den dunkelsten Orten, ja, von den Untoten halt befreien. So, mit dieser Waffe. Aber weil die Waffe ein bisschen zu schwach ist, nur 28 Schaden macht, werden wir die mal wieder ein bisschen verbessern. Und dazu gehen wir jetzt nach Einsamkeit. So. Ja, nicht, oder? Sollen wir nach Einsamkeit? Ja, komm, wir gehen nach Einsamkeit einfach mal, weil wir da auch mal wieder hin müssen. Einfach mal so, just for fun. Und weil ich da vorne noch eine, den Palast der Könige noch ganz kurz angucken sollte. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie es heißt. Jedenfalls ist es ein Palast, da wo der Jarl drin ist. So, und das sollten wir dann auch mal erkunden gehen. Und da hat es ja dann auch ein was zum Schmieden halt, dass wir die Waffe, ein Schleifstein, dass wir die Waffe ein bisschen verbessern können. Aber weil ich bezweifle, dass wir alle Zutaten dafür haben, werde ich dann einfach irgendwo in den Laden gucken, ob es da irgendwie jemand hat, der mir ein bisschen was verkaufen kann. So, dass ich diese Waffe hier auch verbessern kann, weil ich glaube, ich brauche dafür einen Mondstein für diese Waffe. Ich glaube jetzt jedenfalls. Ich bin jetzt aber nicht sicher. So. Schleifstein. Schleifsteine. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien notwendig, die du in der Welt finden oder kaufen kannst. Okay. Ja, seht ihr, wir brauchen Ebenerzbarren, aber nur das Problem ist, wir sind bei Schmiedekunst noch nicht so hoch. Ja, das ist jetzt das Problem. Aber was nicht das Problem ist, wir werden mal ganz kurz ein paar Rohmaterialien machen, wo wir jetzt nicht das... wo wir keinen Eisenbarren dafür haben, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir können nichts herstellen. Naja, das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, wir sind jetzt hier umsonst hingegangen, wie es mir aufgefallen ist. So, und ich glaube, um das zu verbessern, müssen wir bei Schmiedekunst erstmal das hier verbessern. Und ich glaube dann das hier. Oder? Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch Vulkanglas. Nee, ich glaube, das müsste Ebenerz sein. Ja, wir müssen auf Ebenerz Schmiedekunst gehen. Ah, dafür brauchen wir erfordert 80. Und da brauchen wir 90, also wir werden jetzt noch ganz kurz nach Rifton gehen, weil da hat es nämlich einen Typ, der uns ein bisschen was beibringen kann. So. Er kann uns nämlich ein bisschen bei Schmiedekunst ein bisschen hochpushen, würde ich so mal behaupten. Und danach gehen wir in diese Höhle, wo wir den Veränderungszauber bekommen können, wo wir Eisen in Silbererz und Silbererz in Golderz umwandeln können. Da werden wir jetzt hingehen. Und irgendwo auf der Karte hat es noch eine Mine, wo wir Golderz finden können. Aber das sind Abgeschworene, also das ist in einem abgeschworenen Gebiet. Das werden wir dann auch höchstwahrscheinlich in diesem oder im nächsten Part machen. Das ist nicht das Wichtigste. So, bei diesen Sachen brauchen wir nicht, um Schmiedekunst hochzumachen. Oder jedenfalls ein bisschen zu pushen. Gut. Weil sonst würde Schmiedekunst echt Jahre dauern, bis wir das endlich auf 100 haben. Und ich möchte gern alles auf 100 haben. Bevor tue ich das Let's Play nicht beenden. So, was habt ihr zu verkaufen? Nee, ich möchte gerne... Ich brauche Training in Schmiedekunst. So. Ihr wünscht zu tun, was ich tue. Sehr gut. Okay, ihr könnt's. Ja, wir kommen 5 Level nach oben. Also wir sind Schmiedekunst 26. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Es müssen echte Feuersalze sein. Was führt euch heute? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Naja, ich brauche erst mal ein bisschen Eisenerz. Das ist wichtig. Silbererz könnte ich auch mal mitnehmen. Und jetzt mal gucken, ob ich was verkaufen kann. Nee, leider nicht. Nee.
Okay, wir können also nichts verkaufen. Das ist ein bisschen schade. So. Ich weiß auch noch ungefähr, wo diese Höhle hier ist. Genau hier, da habe ich es ja markiert. Hier müssen wir jetzt hin. Also wir beamen uns jetzt zum Staubmannsgrab oder zur Handwehrsrast. Ich weiß es nicht. Oder Düsterwindtal, ja. Wir beamen uns kurz zum Düsterwindtal, machen Schnellreis dahin und gehen dann zur markierten Stelle, da wo diese Höhle ist. Ich glaube, wie heißt es nochmal? Jetzt bin ich mir auch nicht mehr so sicher, wie diese Höhle heißt. Ist aber nicht schlimm, das sehen wir dann gleich. Um deine Zauber zu wirken zu können, benötigst du Magicka. Ja, das weiß ich. So. Das Problem ist einfach, es ist irgendwie immer so. Diese Ladebildschirme, die brauche ich einfach immer sowas von verdammt lange. Das ist, oh, und da ist das schwebende Mammut. Oh Mann. Ja, das passiert auch öfters mal, dass ein Mammut in die Luft fliegt und dann auf den Boden ankommt und dann wieder stirbt. Ja gut. Oh, das ist einfach so genial. Aber das ist irgendwie nur bei dieser Stelle. Ich habe es nur bis jetzt immer nur auf dieser Stelle gesehen. Ja, nicht ganz interessant eigentlich. So, wir werden jetzt mal gucken, ob wir schon gegen einen Riese ankommen. Wenn nicht, dann wäre es ein bisschen scheiße. Und da oben ist ein Drache. Ich glaube, es kommt wieder zum Drachenkampf, wie es aussieht. Naja. Ich könnte gegen einen Drachen ankommen. Ich könnte. Mhm, gut. Die stehen da hier ein bisschen Feuer drin. Das ist eigentlich sehr, sehr gut sogar. Ja, so. Naja, okay. Ich glaube, das ist wieder ein bisschen zu gefährlich. Wartet mal, ich werde noch ganz kurz das hier aufmachen. Ein bisschen looten gehen. So, weil ich glaube, gegen Rieze kommen wir auch noch nicht so arg gut an, weil unsere Waffen und unsere Rüstung noch ein bisschen zu schwach ist. So. Ja, perfekt. Es ist offen. Also, wir verbessern gleichzeitig nicht unser Schloss knacken. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Oh, das ist viel wert. So, das Problem ist jetzt, dass wir jetzt wieder zu voll sind. Und das ist jetzt ein großes Problem. Ja, ein sehr großes Problem jetzt. Wie sollen wir das jetzt machen? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, was ich alles so weglegen werde. Ja, das könnte ich theoretisch weg. Warte, ich nehme mal ganz kurz eins. So, den Rest tue ich wegschmeißen, gut. So. Na, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Naja, jetzt muss ich aber wirklich gucken, was ich alles wegschmeißen werde. Ne, das brauchen wir alles. Das ist ja, hat ja was mit der Quest zu tun. Wartet mal, ich glaube, ich nehme, tu die Handschuhe hier wegschmeißen, glaube ich jetzt mal. Wo sind denn die? Ja, ich schmeiße die Handschuhe einfach weg. So, okay. Nein, ich bin tot. Und das passiert, wenn man von einem Riesen getötet wird. Man fliegt einfach mal 10.000 Meter in die Luft rauf. Oder in die Luft. Gut. Okay, anderer Plan. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder hier beim Riesennest. Und dann überlege ich mir ganz kurz, was ich machen werde. Das geht ja jetzt mal gar nicht, würde ich mal so behaupten. Okay, bis gleich. Mr. Sneaky, mit der Nachtdemonstration eures Tomb-In habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenblues mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihre Gedeih und eure Talente weiterentwickelt. Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Hohen Toruin richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. So, und unsere Aufgabe ist jetzt, nach der Energiequelle zu suchen, die sich in Hohen Toruin befindet. Und die befindet sich, findet die Energiequellen in, ja. Und ich glaube, in den Hohen Toruinen befindet sich, glaube ich, nochmal ein Drachenpriester. Glaube ich jetzt mal. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Jedenfalls, ihr wisst ja, wir werden alle finden, wir werden alle töten. Ganz einfach. So. Wir beamen uns jetzt mal nochmal ganz kurz hier hin. Düsterwindtal. So, und ich habe jetzt einen Plan. Ich nehme hier ganz schnell die Truhe, ohne dass mich irgendwie die Riesen als Feind betrachten.
weil eigentlich sind die Riesen eigentlich ganz nett und lassen mich. Außer wenn ich denen zu nahe komme, dann denken die ja natürlich, dass ich denen was, wie soll ich sagen, dass ich die töten will, weil ich glaube, das würde jeder denken, wenn jetzt einer mit einem Schwert kommt und ganz nah geht. Ich glaube, das würde jeder denken und das denken halt dann auch die Riesen. Aber wo die dann auch aggressiv werden, wenn man ihre Mammuts angreift, dann könnte das sein, dass die auch aggressiv werden. Und das ist das berüchtigte fliegende Mammut. Und tot ist es. Ja, GG. Okay, warte mal, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ja, ja, okay, das bedeutet, dass ich weggehen soll. Da oben ist nochmal ein Drache. Ich glaube, den werden wir dann auch töten später. Außer er greift uns nicht an, dann lassen wir ihn natürlich. Aber wenn er uns angreift, dann werden wir ihn töten. So. Oh wow, das war natürlich ganz toll, was ich gemacht habe. Das wollte ich eigentlich gar nicht. So, das kann wieder ein bisschen dauern. Ihr wisst ja, Expertenschlösser sind ein bisschen schwerer als normale Schlösser. So, und es ist... So, und es ist nicht offen. Verdammt, das war so knapp. Okay, wartet mal. So. Bisschen weiter nach links. Und wir haben es wieder fast geöffnet. Aber nein, das Spiel denkt sich einfach, nö, nö. Das, ja, wie soll ich das sagen, jetzt, keine Ahnung, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ja doch, das Spiel denkt einfach, komm, schenkt mir einfach noch ein bisschen Zeit und so. Der hat ja Zeit, der Mr. Sneaky. Und die Waffe ist weg. Na toll, für was habe ich mir jetzt den Aufwand gemacht, alle Sachen zu verkaufen? Ja, ganz toll, für Edel, maler Shit. Okay, dann nehme ich ihn den mit. Okay, das hat sich also mal wieder gar nicht gelohnt, aber keine Sorge, das schneide ich so oder so weg. Weil ich habe gerade echt sehr viel Zeit gebraucht, irgendwie die Sachen zu verkaufen. Wir sind nämlich jetzt in der Aufnahme schon bei 23 Minuten und es ist gerade ein bisschen blöd. So. Ja, wartet mal, wir müssen hier lang. Okay, na toll. Und wir müssen höchstwahrscheinlich doch gegen den Drachen kämpfen, wie es aussieht. Oh, nee. Ich hasse diesen Drachen, Mann. Ich hasse Drachen generell. Wartet mal, ich nehme auch extra Drachenfluch, weil 25 Punkte zusätzlichen Schaden bei Drachen. Ja, das ist was ganz Schönes. So, dann werden wir noch ganz kurz erstmal wieder rennen können. So, Magika, so. Nee, Ausdauer. Und die Ausdauer ist wieder weg. Na toll, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, ist mir gerade aufgefallen. Naja, so, ich finde es irgendwie erstaunlich, dass da hinten noch nicht mal die Texturen geladen sind. Einfach mal, außer wenn man näher kommt, guckt. Da bildet sich schon ein kleiner Baum. Okay, gut, der Drache ignoriert mich einfach, das ist ganz schön. So, da ist gerade ein Baum erschienen da vorne. Vorne bauen sich auch langsam die Berge auf. Naja. Ja, guckt, hier baut sich gerade alles wieder auf. Ah, ganz witzig eigentlich. So. Wartet mal, ich glaube in dieser Ruine, da finden wir glaube ich auch so eine Waffe, die eigentlich auch recht gut ist. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen oder so. Oder keine Ahnung, ob ich das jetzt in den nächsten Part so machen werde. Ich glaube nicht, oder? Ja, wenn wir eh schon hier sind, können wir das theoretisch machen gleich. So. Lager, stille Monde. Okay, warte mal, ich schleiche auf jeden Fall, weil ich möchte ja ein bisschen Schleichen trainieren. So. Zwergenbogen. Okay, wir müssen ganz leise sein. Nicht, dass uns irgendjemand sieht. So wie jetzt. Oder hört, er gesagt. So ein Drecks hat, der füllt sich wieder auf. Nein, verdammt, die haben mich entdeckt. Nicht gut. Okay, wartet mal. Ist aber nicht so schlimm, weil ich glaube, dass die eh von hier kommen. Ja, das ist nicht der eine Bandit hier. So, der ist tot. So, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, habe ich durch seinen Mund geschossen. Alter, ist brutal. Wartet mal, ich möchte wissen, ob ich wirklich durch seinen Mund geschossen habe. Wenn ja, dann... Ja, gut. Ich habe durch seinen Mund geschossen. Alter. Okay, das war ein richtig gezielter Schuss, auf jeden Fall.
Was zum Teufel war das für ein Schuss gerade? Okay, ich glaube, nee, wartet mal, ich lasse es einfach mal, weil das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd jetzt. So, wenn ihr mich eh schon gesehen habt, dann tue ich euch einfach hier mit töten, von mir aus. So, der ist tot. Versucht doch euch zu wehren. Ja, komm, dann komm her. Wow, ist die schwach, Alter. In ihren Schädel. Und Banditen gesetzlos. Aber was hast du alles Schönes dabei? Ja, Stahlpfeil, ja, kann ich alles gut gebrauchen? Kann ich alles irgendwie zu Geld machen? Oder auch für mich selber benutzen? Ja, aber ihr wisst ja, ich spiele gerne mit vollen Bogen. Also Pfeile sind für mich genau das Richtige. Und irgendwas sieht mich. Nicht. Ah doch, eine Schlangenkrabbe hat mich gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel die mich sehen kann. Ja, genau, die Schlangenkrabben, Alter, die... Schon irgendwie lächerlich. Und warum hat jetzt... Ja, mein, irgendwie habe ich gedacht... Irgendwie denke ich einfach, dass hier alles richtig buggy ist. Irgendwie... Es connectet einfach gar nichts. Ja, genau, du tröst mich einfach trotzdem, Scheißviech. Ja, stirb einfach. So, und da drüben ist das Lager. So. Ich glaube, das Lager werden wir aber in diesem Part auch noch machen. Ja, warte mal, dass es einfach ein bisschen schneller geht, werde ich einfach hier mit dieser Waffe zocken. Dann geht alles viel, viel schneller. So, und was hat's hier drin? Na toll, da geht's ins Lager rein. Aber da oben, die Waffe, die da oben ist, die interessiert mich eigentlich. So. Okay, wir haben noch den Stab. Das bedeutet, ich kann hier gleich Action machen. Ah, hier. So, okay. Ja, die Banditen, die sterben hier gerade ein bisschen an Feuer, so. Ja, nice. Und die sind alle tot. Banditen, Straßenräuber. Zauberbuch, Kerzenschein. Aha. Ne, den brauche ich nicht. Wartet mal, den kann ich gut zu Geld machen. 556 ist es wert. Okay, das ist gut was wert. So, Banditen gesetzloser, du hast auch wieder schön Silberbarren dabei, schön Pfeile dabei. So, und diese Waffe, die hier drin ist, die interessiert mich eigentlich. Und zwar hier. Erstmal nehme ich das hier mit. Das ist jetzt nicht die Waffe, die ich meine. Das nehme ich auch mal mit. So, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das nehme ich mit, Alter, das kann ich alles zu Geld machen. Warte mal, wo ist die Waffe? Ah, hier. Ja. Mondstrahl, Kriegsaxt hieß sie, glaube ich. So, dann leichte Rüstung schmieden. Da werden wir Schmiedekunst ein bisschen... Wird Schmiedekunst gelevelt. Da bekommen wir, glaube ich, nichts dafür. Nichts dafür? Nee, leider nicht. Okay, gut. So, dass wir dieses Lager hier auch gleich abschließen, werde ich noch ganz kurz hier reingehen. Ins Lagerstelle Mode. So, werde ich noch hier drin ein bisschen aufräumen. So. Und danach gehen wir wirklich noch in die andere Höhle rein und werden halt da noch ein bisschen alles aufräumen. Und da werde ich dann wirklich nur schleichen, weil ich möchte irgendwie, ich sag immer, ich will nur schleichen irgendwie. Und da mache ich das einfach doch nicht. Ich sollte mich mal entscheiden, was ich mache. Weil das ist echt blöd. Ich mache ja nicht umsonst das Let's Play, Mann. Ich muss ja auch das machen, was ich jetzt will. Und nicht einfach, nur weil es ein bisschen länger dauert, mich da gleich irgendwie entscheiden, was anderes zu machen. Das ist ein bisschen blöd. Mann, aber ich möchte halt irgendwie, dass es auch ein bisschen schneller geht. Aber auch irgendwie nicht, dass ich halt das Level. Ach, das ist echt ein bisschen so kompliziert. Naja. Ist da jemand? Ja, komm. So, stirb. Ja, Banditenblinderer. Okay, die hält ein bisschen mehr aus. Das ist nicht schön, aber ich glaube, davon hat es noch einen Banditen. Oh nein. Oh, okay, Kopf ab. So, den haben wir den Kopf ab. Ja, das ist schön. Das war ein guter kritischer Treffer. Das ist sehr, sehr schön. Und da vorne liegt noch sein Schädel. Ich glaube, du hast einen Schädel verloren, Bro. Warte mal, ja, ich krieg dein Schädel nicht mehr vorbei. Okay, ich kann ihn nicht mehr zusammensetzen. Leider. So.
Fass. Da müsste grüne Apfel drin sein. Grüne Apfel brauche ich nicht, brauche ich auch nicht. So. Na, da hat es eine Eisentür. Okay, wartet mal. Die Eisentür sollte ich... Ja, das ist eine Adeptentür. Eigentlich sind Adeptentür jetzt leichter. Ja, perfekt. Das ist easy gewesen, so. Dann das hier nehme ich alles mit. Aha, Gold. Ja, gut. Da ist noch ein paar Tränke. Wartet mal. Okay, jetzt, ich war hier noch nie drin, ich bin ehrlich, ich war hier noch nie drin, weil mir diese Tür noch nie aufgefallen ist, deshalb ist es ja gerade ein bisschen interessant. Ja, deshalb ist die Waffe eigentlich interessant, solange die Monde am Himmel stehen, brennt das Ziel für 20 Schadenspunkte. So, also, falls es mal Nacht ist, dann könnt ihr einfach diese Axt hinnehmen und dann werden die Feinde halt brennen. Aber nur, wenn ihr die natürlich schlägt, ist ja klar. So. Ich glaube, wir werden irgendwas wegschmeißen müssen, weil... Warte mal, ich glaube sogar, dass ich das hier wegschmeißen werde. Wartet. Genau das hier. Ja, das hier. Oder? Ja, komm. Weiterhändige Angriffe, weil den Zauber brauchen wir jetzt theoretisch eh noch nicht, weil so einen Zauber bekommen wir sowieso wieder. Ja. Oder wartet mal, reicht das überhaupt? Nein, das reicht nicht mehr. Verdammt. Okay, ich komme hier einfach später wieder oder so. Keine Ahnung, dann tue ich eben das hier weg tun, so. Dann gehe ich hier hoch. Oder ist es hier, haben wir alles abgeschossen? Ja, nice. Okay, gut. So, jetzt sind wir wieder im Himmelsrand und wir sind auch ein Level abgekommen vorhin schon. Ja, kommt. Ich werde mir auch ganz kurz mal was auswählen. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder ein bisschen auf Gesundheit oder auf... auf was soll ich sonst gehen? Wartet mal, ich gucke einfach mal, was ich nehme. Gesundheit oder Ausdauer oder Magiker? Nee, Magiker will ich nicht unbedingt, aber Ausdauer wäre halt nicht schlecht. Ja, ich gehe diesmal wieder auf Ausdauer. So, da können wir nichts verbessern. Schade. Auf einhändig könnten wir theoretisch wieder was verbessern, oder? Wartet mal, nein. Oder doch? Nee, das... Ach, Mist. Nee, ich spare das noch alles, So, da hat es noch eine Truhe mit 50 Gold, das ist gut. So, eine Kette, und da geht das Tor hier auf. Okay, nice. So, dann hätten wir diese Höhle hier oder diesen Berg auch abgeschlossen. Lager, stille Monde. Hätten wir abgeschossen, jetzt gehen wir noch ganz kurz nach vorne. Schließen die Höhle ab, holen uns noch diesen fantastischen Zauber, wo wir einfach mal richtig schnell Schmiedekunst hochpushen können. Und dann... werde ich auch, glaube ich, den Part auch beenden, weil der geht jetzt in der Aufnahme schon 40 Minuten. Verdammt. Ja, ist ein bisschen blöd, aber keine Sorge, bei euch geht es gerade mal 25 Minuten, glaube ich. Soll es gehen eigentlich, wenn ich es richtig schneide. Warum zum Teufel ist hier eine Ratte? Lol. Nochmal eine Ratte? Nee, ein Zweigling. Ach du heilige Scheiße, nicht die Zweiglinge schon wieder. Aber positiv ist, die machen uns nicht mehr so viel Schaden. Guckt euch das mal an. Ja, zwei Zweiglinge übertreibt halt gleich mal. Okay, wenn die zu zweit kommt, dann ist es ein bisschen Hardcore hier. So, okay, wartet mal. Warum sind hier Zweiglinge, wenn ich fragen darf? Oh. So, in your face, bitch. Und natürlich sind nämlich die Banditen. Was auch sonst. Okay, wartet mal. Ich habe echt keine Ahnung, warum hier jetzt zwei Zweiglinge kamen und warum... die Zweiglinge nicht lieber die hier angegriffen haben. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Und hier ist nicht mal irgendwo ein Wald in der Nähe. Das ist ja das große Ding. Oder kamen die vielleicht von den Bäumen? Weil ihr wisst ja, die tarnen sich ja gerne mal als Bäume, weil sie ja theoretisch auch Bäume sind. Nur die Bäume, die leben halt. Okay. So. Ich werde noch ganz kurz ein bisschen auf Wiederherstellung gehen. So. So, mich wieder ein bisschen hochpushen, so dass meine Gesundheitsleistung nicht mehr so niedrig ist, werde ich noch mehr mich ein bisschen voll heilen. So, Lager, stehender Strom. Okay, so heißt also das Lager, das ist gut. Und der wird von einem Schlammkrabbe angegriffen. Ja, gut. Also, du hättest fast gegen eine Schlammkrabbe verloren. Da sieht man mal einfach mal, dass die Banditen einfach überhaupt nichts können.
die können überhaupt nichts. Ja, das ist einfach erbärmlich, Mann. Gegen eine Schlammkrabbe zu verlieren, das ist einfach erbärmlich. Naja, ne, brauche ich nicht. Okay, jetzt gehen wir noch hier rein und... Wartet mal, was hat's da oben? Na, ein Schleifstein und sonst hat's hier nichts. Okay, gut. So, Lager, stehender Strom. So, jetzt werde ich aber versuchen zu schleichen, also dass ich den Hinterhalt töte. Das, mal gucken, ob das mir gelingen wird. Wenn nicht, dann wäre es auch nicht so schön, dann gehen wir halt mit der Streitaxt rein und machen das ganz easy. Weil mit der Streitaxt, da geht einfach alles viel, viel schneller. Und als Assassine ist es halt so, da musst du taktisch vorgehen. Da kannst du jetzt nicht, wenn nicht so wie wenn du jetzt eine Waffe hättest, die jetzt 500 Schaden macht, da kannst du einfach durchwaschen. Und als Assassine musst du halt taktisch spielen. So ist es einfach. Versuch nicht entdeckt zu werden und so. Ist halt für dich ein bisschen schwerer. So. Okay. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Und hier hat es auch sehr, sehr viel Eisenerz. Ja, und diesen Gegner habe ich mal wieder nicht gesehen, weil ich einfach blöd bin. Ich habe keine Ahnung, warum hier nichts connected. Okay, stirb einfach bitte, danke. Okay, hier hat sonst nichts. So. Eine Novizentür, gut. Oh, wow, wow, ganz toll. Gut gemacht, Mr. Sneaky, gut gemacht. So. Hat's... Ja, da vorne müssen jetzt Gegner sein. Okay, da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen, weil als Assassine sind diese Sachen sehr gefährlich, weil da werdet ihr schnell entdeckt. Oh ja, okay, und jetzt muss ich halt schnell wieder hier hochgehen, weil die Gegner kommen nämlich auch hierher, wie ihr ja gerade sehen könnt, und ich wurde entdeckt, na toll. Wartet mal, aber ich werde es einfach so machen, dass ich wieder ganz hier hochlaufe und einfach versuche hier zu schleichen. Ich zeig, ich finde euch schon noch. Ja, und da könnt ihr mich höchstwahrscheinlich nicht sehen, ja, da sind die mich jetzt nicht mehr. Ihr werdet mich nie finden, ist euch schon klar, oder? Nun ja, ist wohl weggelaufen. So. Ja. Denkst du wohl, dass ich weggelaufen bin, hä? Denkst du wohl? Was war das? Ja, toll. Okay, jetzt kannst du nur noch um Stunden handeln. Was war das? Das war schon alles. Ja, das passiert halt. Okay, wartet mal. Oh, den habe ich einen schönen Headshot verpasst, Bitch. Ja, denkst du wohl, du kannst mich dann den schönen Blitzen beeindrucken, ha? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Das war wohl nichts. Okay, so. Diesen Gesetzloser, den hätten wir auch. Den hatten wir schon sogar One-Hit gemacht. Das wundert mich ein bisschen. Und wo ist denn der Anführer? Hier, nee. Hier ist der Anführer. Banditenanführer, du hast 100 Gold bei dir. Und Sachen, die ich sonst nicht brauche. Okay, jetzt holen wir uns nochmal ganz kurz den Hauptschatz hier. Deswegen ich ja auch hier hergekommen bin. So. Ah, und hier für Magier hat es hier auch ein bisschen Öl. Da könnt ihr die Gegner gut verbrennen. Außer natürlich diesen Anführer hier, oder? Wartet mal. Ich guck mal. Ah, doch. Ihr hättet den Anführer also auch verbrennen können. Oder ich jedenfalls. Wenn ich schlau gewesen wäre. Naja, aber war aber nichts. So, da ist ein Amethyst. So, aber es war ja nur nicht alles, was hier drin ist. Hier hat es noch ein bisschen Eisenerz. Das hier. Und den Hauptpreis. Wo ist denn der hingegangen, wenn ich fragen darf? Warte mal, eigentlich sollte hier irgendwo der Zauber liegen. Eigentlich. Warte mal, wo ist denn der hin? Hä? Bin ich ganz behindert, oder? Ah, hier. Okay, gerade gedacht. Zauberbuch. Ah, Mineralerz umwandeln. Schön, ich liebe diesen Zauber einfach, der ist sowas von nützlich. Okay, so. Und die haben hier wohl einen Mammut irgendwie.
ja, auseinandergenommen oder wollten die jedenfalls. Sieht man jedenfalls hier an diesem ganzen Blut, aber keine Ahnung, warum der keine Wunden oder so hat, warum hier einfach nur Blut draufgeklebt wurde. Naja, egal. Also, was ich jetzt noch machen werde, ist das ganze Erz hier abbauen und das alles dann umwandeln in Golderz. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich damit fertig bin. Haut rein und ciao!